Darum bitte. Ich stand letztens im Zug vor einer offenen Tür und habe wie eine Irre auf den Knopf gedrückt. Da ist ein Sicherheitshub hinter all dem Glas. Zum Glück haben wir nicht den Verriegelungsalarm ausgelöst, sonst hätten wir einen Weg da reinfinden müssen, um hier rauszukommen. Müssen wir bestimmt noch, oder? Das weiß ich nicht. Ich bin gerade eher... Moment, Ziel? Toll, finde die Zeit perfekt. Ist ja ein ganz klugen. Wow, ich hab da eine Idee. Wenn das so ist, wie ich es gerade im Kopf hab. Hä? Ey, ich wurde zu dir geportet. Ein Fabrikschiff. Lande mit einem davon auf einem Planeten und du kannst seine gesamte Bevölkerung in wenigen Tagen in Cybermen verwandeln. Der Cyberplanner wird irgendwo da drin sein. Ich hoffe, du bist fit heute. Das sind eine ganze Menge Cybermen, an denen wir vorbei müssen. Na, herrlich. Na fein, jetzt geht's los. Plötzlich ist der Zeitkorridor aktiv. Mysteriös perfektes Timing. Naja, geschenkter Gaul und so. Sobald ich den Korridor betrete, werden die Cybermen hier reinstürmen und nach der Quelle des Signals suchen. Also ist es meine Aufgabe, sie zu beschäftigen? Nur bis ich zurückkomme. Dauert nicht lange. Ein Jahrhundert oder zwei. Wie meinst du das? Pass auf, wenn wir zur Baustelle auf der anderen Straßenseite hochklettern, können wir einen Kran benutzen, um aufs Dach von diesem Gebäude zu kommen. Dann hüpfen wir einfach zum Fabrikschiff runter. Aber die Gasexplosion. Die Straße ist unbenutzbar. Der Zeitkorridor. Ich gehe zurück in der Zeit und manipuliere die Pläne der Gasleitungen, sodass sie unter einer anderen Straße verlegt werden. Dann wird die Explosion woanders stattfinden. Außer, dass es unmöglich ist, weil wenn er das macht, dann hat er keinen Grund, in die Zeit zurückreisen und bla 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 und bla bla bla. Und Cat hat einen ziemlich bösen Blick drauf. Wo soll ich hin? Du sollst die Cybermen beschäftigen. Ja. Mit deinem Vortex Manipulator. Wie ging der Time Lord über die Straße? Mit ein bisschen einfacher Temporalmanipulation durch Ausnutzung eines Zusammenbruchs im Gewebe des Raumzeitkontinuums. Viel Glück! Du wirst es brauchen. Ja, danke, weiß ich. Tju. Ich kann mit rechten Stick einfach. Sie haben den Alarm ausgelöst. Jetzt werden wir eingeschlossen. Ich muss zum Sicherheitshub. Aber wie kommen jetzt wir da rein? Oben. Gut, ich muss nur meine blank polierten Freunde hier beschäftigt halten. Führen wir sie auf eine Cyberentenjagd durchs Büro. Hallöchen, so Jungs! Oh, Tristan, wie gehen diese Dinger einfach von selbst auf und zu? Eine Tuchfabrik. Komisch, wie die Zeiten sich ändern. Wurde wahrscheinlich im Krieg ausgebombt. Hatte keine Gelegenheit, erwachsen und zu Luxuswohnungen umgebaut zu werden. Wurde ersetzt von einem Büroblock aus Beton. Ich könnte den Überschallschrauber einsetzen, um das so, Gerüst da von jetzt. Hier aus zu bewegen. Du kannst die Scheibe zerschießen. Ah. Ich wollte sie einschlagen, so wie es da steht. Daten werden zu Cyber-Control übertragen. So, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass das... Menschen, ergebt euch und bereitet euch auf euer Upgrade vor. Ist das nicht unterfährt? Hä, wo soll's denn hin? Das, die Linie. Alle Menschen, die sich gegen das Upgrade wehren, werden gelöscht. In dem anderen Punkt da unten. Schon wieder nicht. Wir fährt nur hier runter. Na, kein Kommentar. Ach, weil er eine... Lebenszeichen entdeckt. Scannen. Ich muss warten. So. Das Fett oben abgelaufen ist. Okay. Den anderen jetzt noch. Ja, der war einfach. Die Menschen werden upgegradet. What the fuck? Datendownload abgeschlossen. Oh, Informationen die hören sie werden so verarbeitet. Nah an. London. London. Vielleicht kann ich mich am Rohr runterhangeln. Ich mag Angeln. Die vier Monate Kokosnusspflücken auf Antigua Beta haben mir gut getan. Okay, ich muss... Doktor? Ah!
Ja, die hörten sich ganz nah an, da hast du recht. Ah, so. Ich muss immer ein schwereres Rätsel lösen, ja? Alle Menschen, die sich gegen das Upgrade wehren, werden gelöscht. Kann ich mir rechts? Ja, kann ich. Nicht schlecht für ein Büro. Der Hutständer ist toll. Noch ein Gerüst. So, von wo nach wo? Suchparameter werden erweitert. Menschen, euer Widerstand wird fehlschlagen. Ergebt euch jetzt. Okay. Die Erde wird den Cybermen gehören. Ihr werdet abgegradet werden. Und ich muss jetzt runter, ne? Ja, ich glaube, du musst raus. Also ich glaube, du musst daran hindern, dass die Cybermen da langkommen. Ich bin noch dabei, was ich machen muss. Ja, Moment, ich muss erstmal die Brücke reparieren. Ich bin 200 Jahre in der Vergangenheit. Okay. Ich hätte gerne die Brücke, danke schön. Wenn man das allein spielt, musst du dann alle Rätsel selber machen, nicht. Oder was? Ja. Und dann so nacheinander, oder wie? Ja. Du spielst halt praktisch beides, aber nacheinander. Du spielst in diesem Fall dann erst den... Nein, das geht nicht. Junge! Alter! Ernsthaft! Stell dich mal nicht so an hier! Gott! Ja, der Sick ist doch runter! Gott! So! Mach mal nichts! Mehr runter! So! Hier! Hoch! Mann, an hier! Nach links! Hopp! Freundchen! Dankeschön! So! Ich möchte mich gern bewegen! So! Nehmen wir das Teil mal mit! Vielleicht können wir es von hier aus nicht schieben. Moment, erstmal gucken, ob das jetzt alles richtig ist. Ist das nicht da oben sein? Hallo? Nee, ist doch ganz weit oben. Ja, aber trotzdem müsste ich es anvisieren können. Oder nicht? Vielleicht muss ich auch erst die Kiste holen. Weil ich da ja nicht rüberspringen kann. Achso, das ist ja schon. Komm her, Kiste! Ja, aber so 5 Minuten entgegenlaufen. Wo ist die Kiste? Passt zum Film, den wir gerade gesehen haben. Oh mein Gott, wir haben gerade Idiocracy geguckt. Oh Gott. Ah, was ein Scheißfilm. Ey, Mann, was ein guter Film, aber was für ein. Time Machine. So, Time Machine! Was, die von oben? Oh, really? Du kannst durchs Fenster klettern. Oder? Nee. Nein, das geht nicht. Du kannst nicht durchs Fenster klettern. Eben mal gucken hier, also. Ich find's so witzig, dass meins so knapp bemessen ist, dass ich zwangsläufig ewig auf dich warten muss. Ach, guck mal, hier ist eine Leiter. Die andere Kiste habe ich jetzt umsonst mitgenommen? Oder was wolltest du mir sagen, Spiel? Das Spiel hasst dich. Ja, das glaube ich aber auch. Das Spiel mag mich nicht. Bin ich denn jetzt? Was hat das gebracht? Das frage ich mich auch gerade. Ja, ne? Sinnloser Raum ist sinnlos. Habe ich da noch eine Stufe nach unten? Auch nicht. Was macht das für einen Sinn? Kannst du nicht nach rechts? Ne, nach rechts kann ich nicht. Nee. Hä? Von oben kam ich doch. What to do?
Ich dachte, du hast das schon mal gemacht. Dachte ich auch. Da war ich dann auch alleine und hatte, glaube ich, leichtere Rätsel. Weil das Spiel... Hä? Warum soll ich da jetzt wieder hoch... Warum? Was macht das jetzt für einen Sinn? Ich verstehe das nicht. Geh mal aufs Dach und geh mal ganz nach rechts. Ja, Moment. Das ist... Immerhin geht es. Der Doktor mobbt mich. Ja, hier komme ich nicht weiter. Hier wäre ein Secret. Oder ist eine Leiter nach oben? Ich spring mal wieder nach unten. Kein Fallschaden, OP. Ist wie ein Underpick. Ja. Die Vergangenheit ist verzaubert. Alu-Kiste, die sinnlos ist. Die nicht sinnlos ist, weil da hinten eine Leiter nach oben ist. Aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Genau, hier war ein Secret rechts. Ich würde ja echt gern wissen, wo das Teil ist, was ich nach links geschickt habe. Ja, das ist das Ding. Das ist jetzt links. Da war's doch. Da. Nee. Nee, das, ach, das ist da. Okay. Das kann ich so nach unten fahren lassen. Dann kann ich da die Kiste draufstellen. Mit der Kiste komme ich oben an die Leiter ran. Ich weiß nur nicht, was das so gerade für ein anderer Raum war. Das ist so ein Trollololl-Raum wahrscheinlich. Du denkst, du wärst richtig. Falsch gelegen. Einmal nach oben, bitte. Erster Stock. Weitere Missionen. Hoffe ich. Wenn ich jetzt in den Raum da reinkomme, dann rage ich. Nein, kommst du nicht. Der hatte keine Leiter nach unten. Oh, du bist auf dem Dach. Ja. Jetzt komme ich ja auch weiter. Was war das? Etwas am Weglaufen? Hm? Wahrscheinlich nichts Gutes. Weglaufen ist meistens ein nicht Alien. Gut. Noch ein ruhender Korridor, der darauf wartet, dass ich fertig werde. Gut, eine Minute. Eines Tages wird das hier das großartigste unterirdische Schienensystem der Welt sein. Schön zu sehen, dass Sie genauso anfangen, wie es weitergehen wird. Mit Bauarbeiten. Oh mein Gott. Die Blaupausen, genau was ich brauche. Okay, mal sehen. Oh Gott. Ich glaube, das sieht schon mal ganz richtig aus. Nicht? Okay. Sieht schon mal ganz falsch aus. Kann ich das so drehen? Kann ich nicht. Kann ich vielleicht so, dass dann vielleicht... Moment. Vielleicht mache ich das so... Ja, das sieht doch ganz gut aus. Genau, ich muss jetzt halt nur noch das Teil... Nein, ich wollte das hier drin gerne drehen. Und das andere nicht mehr in Reihe... Genau, so. Mache ich das nämlich so. Dann drehe ich das hier nämlich so, weißt du? Dann mache ich das nämlich so. Und dann drehe ich das, so, ich glaube, das ist auch vollkommen sinnlos. Das ist mir gerade egal. Guck mal, ob, kannst du das ganz außen drehen? Nee, ne? Nee, ganz außen nicht. Ich kann nur das hier drehen. Oh mein Gott. Und das ist Stahlgitter, das muss hier hin, genau. Habe ich... Ach Gott, ich muss das von außen nach innen machen. So, dann habe ich so... The fuck. Wieso dreht das Innerste das Äußerste? Das macht keinen Sinn. Nee, warte, mach weiter mit dem Inneren. Ja, wieso mit dem Inneren? Warte, mach weiter. So, so muss das eigentlich richtig sein, nur das Star geht auf der anderen Seite. Ich muss nicht so, warte, ich drehe das mal so. Drehe ich das mal alles hier richtig?